herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns die alljährliche Inventur an. So, Inventur mag wahrscheinlich keiner sehr gerne, aber es muss sein. Und Wavi Profi 3 stellt Ihnen drei verschiedene Wege zur Verfügung, eine Inventur durchzuführen. Einmal die normale Inventur, dann die schnelle Inventur und die MDA oder Textdatei-Inventur. So, was jeder für sich verwendet, muss man selber entscheiden, aber ich persönlich bin ein großer Fan der MDA-Inventur. Auch die schnelle Inventur hat natürlich ihre Vorzüge. So, bevor wir nun mit der Inventur beginnen, möchte ich Sie auf zwei Dinge eindringlich hinweisen. Und zwar, erstellen Sie immer eine Datensicherung, bevor Sie eine Inventur beginnen. Je nach Geschwindigkeit des Rechners und je nach Volumen der Daten sind das nur ein paar Sekunden, was das Ding dauert. Also Datensicherung. Bei der Datensicherung können Sie die ganzen Häkchen hier rausnehmen und sagen, erstelle Datensicherung von heute. Wie gesagt, je nach Geschwindigkeit des Rechners kann es halt mal 10, 20, 30 Sekunden dauern, wie auch immer. Aber Sie haben die Möglichkeit, auf einen Zustand zurückzuspringen, wenn Sie vielleicht einen Fehler machen oder irgendwas machen, was Sie gar nicht wollten, wie auch immer. Jetzt können Sie sagen, ja, warum soll ich das machen? Ganz einfach, weil Sie dann auf der sicheren Seite sind. Und ein Zurückspielen eines Zustandes, den Sie zuvor gesichert haben, ist dann wiederum eine Sache von Sekunden. Okay, die zweite Datensicherung, an die ich Sie eindringlich darauf hinweisen möchte, die Sie unbedingt erstellen sollten, ist der Zeitpunkt, bevor Sie eine Inventur abschließen. Das heißt, Sie haben alles gezählt und wollen nun die Inventur abschließen. Bevor Sie sowas tun, erstellen Sie bitte immer eine Datensicherung. Denn auch hier hat die Praxis gezeigt, dass es sein kann, Sie schließen die Inventur ab und dann fällt Ihnen ein, ach, da habe ich ja noch 100 Artikel liegen, die ich zählen müsste. Das haben Sie aber ganz vergessen. Sie bräuchten aber dies in der aktuellen Inventur. Also ist es kein Problem. Dann gehen Sie einfach auf Datensicherung und sagen, ja, ich will jetzt die Datensicherung laden, bevor ich die Inventur abgeschlossen habe. Laden die Datensicherung, ist wieder eine Sache auf Sekunden, und können dann diese Artikel, die Sie vergessen haben zu inventieren, mit in die Inventur aufnehmen und können dann erneut die Inventur abschließen. Total easy, Sie haben keinerlei Zeitverlust, es ist wirklich eine Sache auf Sekunden und es ist total bequem und komfortabel für Sie und Sie sind, wie gesagt, das ist der größte Punkt, immer auf der sicheren Seite. So, an dieser Stelle möchte ich nochmal um Ihre Nachsicht bitten, dass ich so auf dieses Thema eingegangen bin. Aber Sie merken, wenn Sie Sorge tragen, damit Sie Zustände sichern, ist das Zurückspielen von Zuständen aufgrund eines Versehens kein Problem und innerhalb von Sekunden erledigt. Jetzt kommen wir endlich zur Inventur. Ich bedanke mich für Ihre Geduld. Anwendungen, Inventur. Können Sie nun auf der linken Seite Anlegen bearbeiten wählen. Hier habe ich schon eine Inventur vorbereitet. Es sieht dann eben so aus, dann sind Sie in einem neuen Fensterchen, wo Sie eine Liste mit zu inventierenden Artikeln haben und Möglichkeiten, Zählmengen zu erfassen. Doch ich würde sagen, wir beginnen an dieser Stelle einfach von vorne und führen das Ganze erneut aus. Ich habe jetzt die Inventurdateien entfernt. Ich sage Inventur Anlegen bearbeiten. Sie kommen nun zuallererst zu einem Fensterchen, in dem Wavi Profi 3 wissen will, ja lieber Benutzer, was willst du denn überhaupt inventieren? So, Standard oder voreingestellt ist hier der komplette Artikelstamm. Das heißt, Sie wollen alle Artikel Ihres Artikelstamms inventieren. Soweit, so gut. Des Weiteren haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, von einem bestimmten Lieferanten, den Sie in der Combo-Box auswählen können, und in der rechts daneben befindlichen Button mit dem Pluszeichen anklicken können. Nun sagt er, alle Artikel vom Lieferanten Müller-Schmidt-Huber will ich inventieren. Sie können nun natürlich auch Kombinationen erstellen, dass Sie sagen, ja auch die vom Musterlieferant 2. Ja, und Sie sehen, die Liste wird jetzt hier länger schon. Und da könnten Sie sagen, ich will aber hier nur Spiele haben als Beispiel. Ja, das machen wir einfach mal so. Sie wollen ja nur die Artikel Spiele haben und Sie wollen vielleicht Herrenhosen haben. Es ist natürlich ja Kontrast, aber egal. Und Herrenhosen. Nun sucht er alle Artikel der Warengruppe Spiele und Herrenhosen ihrer ausgewählten Lieferanten aus und fügt sie hier unten in der Inventurliste hinzu. Wenn Sie sagen, okay, da habe ich mich jetzt vertan, zum Beispiel dieses Spiel Weltraummacht Version 1, das will ich ja gar nicht haben, dann machen Sie einfach einen Doppelklick. Dann wird dieser Artikel rot und wird dann nicht in die
zu, in die Liste der zu inventierenden Artikel mit aufgenommen, aber alle anderen Artikel werden dann mit aufgenommen, die hier eben blau sind und nicht rot sind. Sollten Sie sagen, ja, den brauche ich trotzdem, machen Sie erneut einen Doppelklick auf den Artikel, dann ist er wieder blau und dann ist er wieder in der aktiven Inventurliste drin. Auf die Frage, warum dieser Artikel nicht sofort nach einem Doppelklick verschwindet, ganz einfach, weil viele aus Versehen einen Doppelklick machen. Und wenn der Artikel dann heraußen wäre, also aus dieser zu inventierenden Liste heraußen wäre, dann müssten Sie wieder das Fensterchen verlassen, wieder neu reingehen, also ziemlich aufwendig. Deswegen sagen wir, wir stellen es einfach visuell dar. Rot bedeutet nicht aufnehmen, blau bedeutet aufnehmen. So, wir sagen jetzt, wir wollen unseren kompletten Artikelstamm inventieren. Wenn Sie fertig sind, das heißt, können Sie hier oben sagen, Auswahl übernehmen und mit Inventur beginnen. Sollten Sie sagen, nein, ich will ja das gar nicht, wählen Sie ganz rechts oben einfach abbrechen. Wabi Profi 3 sagt, Sie sollten nun keine Verkäufe während einer Inventur tätigen. Es ist theoretisch möglich, das können Sie auch tun, aber wir empfehlen es Ihnen trotzdem nicht. Das heißt, wir übernehmen keinerlei Garantie und Gewährleistung, dass es natürlich Ihre Inventurzählung dann auch stimmt, wenn Sie nebenbei fleißig verkaufen. Im Idealfall macht man natürlich eine Inventur, wenn der Laden geschlossen ist. Das heißt, Sie machen Ihre Inventur, stellen natürlich vorher eine Datensicherung, schließen die Inventur ab und verkaufen dann wieder weiter. Wir sagen nun ja, wir wollen eine Inventurdatei erstellen. Wir sind nun in dem Fenster, das Sie gerade vorhin schon gesehen haben, in dem wir oben, in der oberen Liste, Ihre Artikel haben oder die Artikel haben, die Sie zur Inventur bestimmt haben, wo Sie gesagt haben, ja, die will ich inventieren. Des Weiteren haben Sie auf der links darunter die Details zu dem ausgewählten Artikel und auf der rechten Seite unten haben Sie die Möglichkeit, Zählmengen hinzuzufügen. Das heißt, wenn Sie den Artikel zählen, dann geben Sie die Zählmenge in dem Feld hier, in dem großen gelben Feld, in diesen roten Bereich ein. Zwei Menüpunkte stehen Ihnen zur Verfügung, Listen und Zusätze. Bei den Listen haben Sie die Möglichkeit, eine Erfassungsliste auszudrucken. Diese Erfassungsliste ist nichts anderes als eine Auflistung Ihrer zu inventierenden Artikel, hier in dieser Liste, auf einem Blatt Papier oder auf mehreren Blatt Papieren, klar, wo Sie dann die dementsprechenden Zählmengen von der Hand eintragen könnten. Ich persönlich finde das nicht ganz so elegant, denn die direkte Eingabe am Computer ist natürlich einfacher und spart Zeit. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Der zweite Eintrag ist Inventur abschließen und Liste drucken. Bedeutet, dass Sie, wie der Name schon sagt, diese aktive Inventurliste abschließen können und sich Ihre Erfassungsliste ausdrucken können, die Sie dann an den Steuerberater weitergeben. In dem Menüpunkt Zusätze haben Sie hier die Möglichkeit, Ihre komplette Inventurdaten zu löschen. Das bedeutet, die von Ihnen gezählten Inventurmengen werden entfernt und die aktive Auswahlliste Ihrer zu inventierenden Artikel wird entfernt. Es geht aber nichts verloren, also keine Angst, also Ihr Artikelstamm geht dadurch nicht verloren. Es wird lediglich diese temporäre Inventurliste entfernt und Sie können erneut eine neue Inventurliste erstellen. Der zweite Menüpunkt Zählungen zurücksetzen bedeutet, alles was Sie bisher gezählt haben, also alles was Sie in der Inventur oder in dieser speziellen Inventur erfasst haben, wird zurückgesetzt und Sie müssen komplett von vorne mit der Zählung beginnen. Warum ist es drin? Ja, weil sich manche einfach vertun oder was weiß ich was, ist halt mehrfach bis jetzt gewünscht worden. Ich sage immer, wenn ich aufmerksam mit den Daten umgehe, kann sowas eigentlich nicht passieren, aber wir kennen das alle aus der Praxis, dass aus Versehen dann bei den Stückzahlen die IAN-Codes oder die Nummern eingescannt werden und, also da passieren die tollsten Dinge. Aber egal, hier haben wir die Möglichkeit, mir uns Artikel mit Zählmengen zeigen zu lassen, das zeige ich Ihnen gleich. Oder Sie können sagen, pass mal auf, den Artikel, wir nehmen jetzt hier einfach mal den ersten, den Artikel, den wollte ich ja gar nicht in die Inventur mit aufnehmen und somit könnten Sie an diese Stelle sagen, hier, hau mir den Artikel aus dieser Inventur raus. Wird nicht aus dem Artikelstamm gelöscht, keine Panik, sondern der wird lediglich hier aus dieser Liste, aus dieser Inventurliste herausgenommen. Und Sie sehen, dass der Artikel mit Artikel Nummer 1 jetzt in dieser zu inventierenden Liste herausgenommen wurde. Der dritte Eintrag oder der letzte Eintrag hier zum Artikelstamm
Das heißt, er springt direkt auf den von Ihnen ausgewählten Artikel im Artikelstamm und Sie könnten sich, wenn Sie hier wollten, nochmal Zusatzinformationen für diesen Artikel mit reinholen. So, und jetzt beginnen wir direkt mit der Inventur. Wir haben für unseren Artikel mit der Artikelnummer 10 10 Stück im Bestand und für unseren Artikel 11 11 Stück im Bestand, damit wir es uns einfacher merken können. Alle anderen Artikel im Artikelstamm sind hier auf 0. In der Gegenüberstellung sehen wir das auch sehr schön, die wir mit F12 erreichen können oder Rechtsklick und dann Gegenüberstellung auf den Artikel haben, dass wir hier Eingangsmenge haben, einen Sollbestand und einen Istbestand. Und die Differenzmenge sollte in der Regel immer 0 sein. Hier nochmal ganz kurz darauf eingegangen, warum kann hier bei Differenz eine Zahl stehen? Ganz einfach, wenn Sie verkaufen, die Verkaufswarnungen bei Nullbeständen ignorieren und Sie keinen Wareneingang gepflegt haben, ja, was soll das System dann noch machen? Das heißt, wenn Sie vergessen haben, dem System mitzuteilen, dass da jetzt 20 Stück gekommen sind, kann es sein, dass natürlich der Bestand ins Minus rutscht, als Beispiel. Des Weiteren können natürlich auch Differenzen entstehen, wenn Sie einen Artikel verkaufen, bei dem der ERN-Code zum Beispiel schlecht gedruckt ist, ja, und Ihr Scanner kann das gerade nicht lesen und Sie verkaufen das über eine globale Warengruppennummer, dann haben Sie zwar den Umsatz korrekt verbucht, aber Sie haben eine Fehlmenge im Artikelbestand. Also sowas kann durchaus passieren und es ist in der Praxis auch das eine oder andere Mal bestimmt schon vorgekommen, aber der Mensch ist halt an dieser Stelle immer der größte Fehlerfaktor. Das heißt, es muss immer alles recht schnell gehen und in der Hektik, weil man eben alles gleichzeitig tun muss oder tun will, wie auch immer, kann man durchaus mal was vergessen. So, nichtsdestotrotz. Also wir haben Artikel Nummer 10, 10 Stück und Artikel Nummer 11, 11 Stück im Bestand. Alle anderen Artikel haben wir keine im Bestand. So, wie beginnen Sie nun mit der Inventur? Der Idealfall sollte natürlich sein, dass Sie hier über die ERN-Nummer gehen. Das heißt, Sie nehmen den Artikel und scannen einfach drüber. Ich nehme jetzt einen Artikel und scanne drüber und dann sucht Wabi Profi 3 nach dem Artikel. In unserem Beispiel haben wir auch eine Sicherheitsfunktion mit eingebaut, der sagt, okay, wenn der Artikel nicht eindeutig identifiziert werden konnte, dann, lieber Benutzer, stelle ich dir eine Liste zur Verfügung, indem du mir bitte den Artikel eindeutig identifizierst und auch zurückgibst. Dann können Sie den Artikel auswählen, wo Sie sagen, ach ja, das war dieser Monitor, und können dann sagen, hier ausgewählten Artikel übernehmen, oder wenn Sie sagen abbrechen, dann wird nichts übernommen. Das heißt, wenn wir hier sagen ausgewählten Artikel übernehmen, dann springt er automatisch zu dieser Artikelnummer, hier die Artikelnummer 12, und sagt, gib mir jetzt mal bitte die Zielmenge. Und ich habe jetzt mal parallel dazu einen Word-Dokument vorbereitet, wo wir sagen, Artikel 12 ist gleich 5. Okay, hier haben wir für unsere Artikel Nummer 10 10 Stück im Bestand, für unsere 11 haben wir also einen Sollbestand von 11 und bei unserer Artikel Nummer 12 haben wir einen Sollbestand von 0, aber wir haben 5 gezählt. So, wir machen hier einfach mal ein parallel dazu eine Textdatei, damit Sie da genau sehen, was da passiert. Okay, das heißt, dann brauchen wir hier nur noch bestätigen, dann ist es übernommen. Also die Eingabe, die ERN-Nummer, ist der einfachste Weg. Wenn die ERN-Nummer eindeutig ist, dann erhalten Sie natürlich keine Liste. In unserem Beispiel, ich nehme jetzt hier einen Artikel, nehme meinen ERN-Code, scanne drüber und Wabi Profi 3 springt jetzt automatisch zu dem Artikel, hier zu der Artikelnummer 25, weil dieser von uns eingescannte ERN-Nummer, ups, jetzt ist er weg, na, so, weil es die nur einmal im System gibt, das heißt, der Artikel konnte eindeutig identifiziert werden. So haben Sie eine wirkliche Sicherheit, dass Sie sagen, okay, Sie haben auch wirklich nur den Artikel inventiert, den Sie auch gezählt haben. Wenn Sie keinen Bestand haben, also wenn Sie hier irgendwas einscannen und Sie geben natürlich 0 ein, das ist natürlich doof, weil dann kann Ihre Inventur auch nicht stimmen, denn Sie haben ja den Artikel eingescannt, also muss er ja irgendwie da sein. So, dann kommen wir jetzt halt relativ zügig zum Abschluss. Das heißt, wir nehmen jetzt hier unseren Artikel 10 und sagen, ich habe hier 8 gezählt. Wir nehmen hier unsere Kontrollliste und sagen, 10 sollten da sind, 8 sind gezählt. So, dann nehme ich hier unseren Artikel 11, da sage ich, da sind 11 Stück da. Okay. So, wo haben wir es denn? Und da mache ich so 11.
Und wir hatten hier unseren Artikel 12, genau, wo wir gesagt haben, wir haben einen Null-Eröffnungsbestand. Das heißt, Wabi sagt, es ist nichts da, aber wir haben trotzdem 5 gezählt. Nochmal, warum kann es vorkommen? Ganz einfach, sie haben vergessen, einen Wareneingang durchzuführen. Dann kann sowas sein, weil dann kriegt nämlich Wabi Profi 3 das nicht mit, dass hier unter Umständen etwas da ist oder da sein sollte. So, nun können wir sagen, Listen, Inventur abschließen und Liste drucken. An dieser Stelle nochmals klicken Sie auf Datensicherung, erstelle Datensicherung von heute, bevor Sie die Inventur abschließen. So, wir kommen natürlich jederzeit erneut in die Inventur hinein, indem wir, oder in eine aktive Inventur hinein, indem wir auf Inventur klicken und dann auf Anlegen und Bearbeiten. Dann überprüft Wabi Profi 3, gibt es schon eine aktive Inventur? Und wenn ja, dann öffnet er diese. So, damit Sie weitermachen können. Also das heißt, Sie müssen nicht eine Inventur jetzt beginnen und in 49 Stunden beenden, ohne den Computer auszuschalten. Also das muss nicht sein. Sie können jederzeit den Computer ausschalten, Sie können jederzeit nach Hause gehen, am nächsten Tag weiterarbeiten. Dann klicken Sie einfach auf Anwendungen, Inventur, Anlegen oder beziehungsweise Bearbeiten. So, nun kommen wir zu Listen, Inventur abschließen und Liste drucken. Wir sagen ja, wir wollen die Inventur nun abschließen. Wir bestätigen diese Abfrage, dass wir uns wirklich sicher sind. Und jetzt sagt er, hey, lieber Benutzer, was soll ich ausdrucken? Alle Artikel oder nur die inventierten Artikel? Das können Sie an dieser Stelle entscheiden. In der Regel sollten Sie natürlich sagen, alle Artikel. Machen wir jetzt einfach auch. Wir halten nun eine Übersicht oder eine Liste mit den dementsprechenden Artikeln. Das heißt, wir sehen hier unsere Artikelnummer, ihre Katalognummer, die Bezeichnung, Sollbestände und die tatsächlichen Istbestände. Das können wir uns jetzt ausdrucken. Und es wird im Hintergrund eine PDF-Datei erstellt. Wo ist diese PDF? Unter Anwendungen, Inventur. Fertige Ansehen erhalten Sie nun hier am 2.1. eine Übersicht der Dateien oder dieser Inventurdateien, die Sie sich nun anzeigen könnten. Dazu brauchen Sie Ihren Adobe Reader. So, und jetzt haben Sie schon eine Inventur erstellt. Doch, damit wir das Ganze jetzt abrunden, sehen wir uns natürlich zur Kontrolle. Und ich nehme mal mein Word-Dokument und schiebe das mal so her. So. Sehen wir uns natürlich zur Kontrolle den Artikelstamm an. Im Artikelstamm. So, machen wir mal ein bisschen kleiner. Haben wir für unseren Artikel 10, hatten wir 10 Stück im Bestand, aber nur 8 gezählt. So, wir schauen unseren Artikel 10 an. Wir haben nun einen Bestand von 8. Soweit so gut. In der Gegenüberstellung, Rechtsklick Gegenüberstellung oder das Drücken der Taste F12, kommen wir nun zu der Übersicht für diesen Artikel. Wir haben hier unsere Artikelnummer 10. Wir sehen, dass wir 10 Stück nach wie vor bekommen haben. Eingangsmengen oder Abgangsmengen, also Verkaufsmengen, werden durch das System nicht verändert. Es werden lediglich in der Kategorie Verschrottung sogenannte Ausgleichsbuchungen, das heißt Inventurberichtigungsbuchungen, erstellt, die sich Inventurberichtigung am Datum laut Zählung nennen. Und hier haben wir Folgendes. Er sagt, 2 Stück müssen hier berichtigt werden, denn 10 hatten wir im Bestand, 8 Stück haben wir aber nur gezählt. Das bedeutet, wir haben eine Fehlmenge von 2 Stück. Diese Fehlmenge kann natürlich zustande kommen, wie vorhin erwähnt, der Artikel wurde Ihnen schlichtweg geklaut. Ja? Wenn hier die Stückzahl also positiv ist, wohlgemerkt. Dann kann es sein, dass dieser Artikel Ihnen geklaut wurde. Oder es kann sein, dass Sie, wie vorhin genannt, dass der ERN-Code des Artikels nicht leserlich war und Sie in der Kasse zwar den Umsatz verbucht haben, aber über eine falsche Artikelnummer oder einen Warengruppenverkauf getätigt haben. Denn es kommt auch oftmals vor, weil es ja schnell gehen muss, die Kunden stehen vor einem und sie fangen dann mit dem Scanner drüber, Scanner an, und es geht nicht und es geht nicht und es geht nicht. Dann sagen sie, ach scheiß, entschuldigen Sie den Ausdruck, ich nehme schnell eine Warengruppe und verkaufe darüber. Umsatz verbucht, aber nicht im Artikel. Und dann haben sie vergessen, einfach eine Korrekturbuchung in der Kasse vorzunehmen oder eine Umbuchung auf die Warengruppe oder auf diese Artikelnummer. Ja, dann kann sowas passieren. Also, Artikel Nummer 10 ist richtig. Artikel Nummer 11, haben wir 11 Stück im Bestand. Und wir schauen uns das mal an. Das heißt, genau, wir hatten ja gesagt, 11 Stück sind im Bestand, als Eingangsmenge da. Und wir haben auch 11 Stück gezählt. Also wir haben keine Ausgleichsbuchen. Interessant jetzt bei der Artikel Nummer 12.
12 hatte ursprünglich keinen Bestand, wir haben aber 5 Stück gezählt. Schauen wir uns nun in der Gegenüberstellung an. In der Gegenüberstellung haben wir natürlich hier bei Eingangsmengen nichts, denn es wurde kein Eingang für diesen Artikel verbucht. Interessant wird es aber hier bei der Korrekturbuchung. Wir sagen ja, wir haben 5 Stück im Bestand, also brauchen wir einen Warenzugang, also eine Korrekturbuchung von 5 Stück. Und wir wissen ja, ein Wabi Profi 3 in der Kasse minus 1 bedeutet, sie nehmen etwas zurück. Genauso ist es natürlich in der Inventur. Wir haben hier eine Inventurrückbuchung von minus 5 Stück. Demzufolge haben wir einen simulierten Wareneingang von 5 Stück aufgrund ihrer Zählmenge. Und wir haben nun einen Sollbestand und einen Istbestand von 5, was den Tatsachen entspricht oder ja, der Realität entspricht. Und dann haben Sie auch Ihre Inventur soweit abgeschlossen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen, müssen wir jetzt nicht speichern, mit diesem Video weiterhelfen, Ihnen die Inventur näher bringen. Und nochmals Verzeihung, wenn ich auf das ein oder andere Thema etwas stärker eingegangen bin, aber es soll ja für jeden was dabei sein. Und wenn Sie Fragen haben, einfach durchrufen oder schauen Sie sich das Video einfach nochmal an. Denn das Schöne an den Videos ist ja das, dass Sie das zu einem beliebigen Zeitpunkt anschauen können und einfach hin und her spulen können. Zu der Stelle, die vielleicht für Sie wichtig und relevant ist. Bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie so lange durchgehalten haben und vielleicht bis bald.